So, ich sollte mein schönstes Kleid tragen. Ja. Machen wir doch gleich. Wir sollen Zeugen eliminieren. Ja, was ist denn hier ein Zeuge? Ich hab euch gewarnt. Okay. Das sind scheinbar Zeugen. Oh, bonjour. Was ist denn los mit euch? Wieso seid ihr böse auf mich? Ich möchte das nicht. Immer diese Gewalt, die man den Schwarzen antut. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Kommt doch schön hier einmal in die Umkleide. Und jetzt. Upsala. So, ich hab den Zeugen. Achso, das ist eine Umkleidekammer. Das ist kein Zeuge. Gut. Dann geht's wieder zurück. Schön, dass die Dame schon so viel Aufsehen erregt hat. Achso, da. Natürlich. Hä? War ich nicht hier schon? Erinnerung beginnen. Ja, machen wir doch nochmal. Als Dame oder als Sklavin gekleidet die Villa betreten. Ich glaube, ich verkleide mich lieber als Sklavin, denn dann kann ich zumindest, auch durch die Gegend laufen. Aber als kann ich betören. Nee, ich nehme doch lieber die Dame. Ich glaube, das ist effektiver. Zumindest. Naja, wenn man rein muss, ist das die Frage. Mademoiselle, wo wollt ihr denn hin? Also ich muss die Wachen bestechen, wenn ich als Dame da reingehe. Das, ja, weiß ich jetzt auch. Genial. Mademoiselle, wo wollt ihr denn hin? Ja, ich will rein. Ich hoffe, das geht diesmal. Neue Schuhe für meinen Sohn. Als Assassinen. Okay. Viel Bekanntheit wir schon haben. Und ich weiß noch immer nicht, wie man es wegbekommt. Das ist so bescheuert. Na, komm schon her. Büros sind doch normalerweise immer oben, oder? Hallo. Komm mit. Kann ich jetzt rein? Ja, okay. Nun, da die Spanier uns hörig sind, hat der Companyman endlich die Macht, unser wahres Ziel zu erfüllen.
Und liefert ihr uns die Arbeiter, werden wir die Fehler von Santo Domingo hier sicher nicht wiederholen. Ich werde alles tun, um die Übergabe der Kolonie zu erleichtern. Eure Mission wird alle nötigen Arbeiter bekommen, sofern ihr euer Versprechen haltet. Arbeit ist ein knappes Gut zurzeit und ich muss im Amt bleiben als Gouverneur. Sollte unser Arrangement je entdeckt werden. Mein lieber Gouverneur, ich fürchte, die Verschwörungsluft steigt euch zu Kopf. Wir werden unser Versprechen halten, solange ihr euren Teil der Abmachung erfüllt. Alles ist unter Kontrolle. Ihr könnt auf mich zählen. Bueno. So gehe ich dann und widme mich eurer reizenden Soiree. Heute Nacht trinke ich auf das Ende der Bruderschaft. Das Ende der Bruderschaft? Okay. Wieso? Was wollen wir? Aua! Aua! Tut mir doch nicht weh. Ich bin eine Dame, verdammt nochmal. Ja, vielleicht soll ich auch am Ende mal mit dem Messer kämpfen. Au! Au! Okay, so geht's auch. Warum? Ihr wolltet das Wohlergehen unserer Kolonie einer Templerverschwörung opfern, Gouverneur. Ich sollte euch fragen, warum. Der Orden ist die Zukunft. Die Templer erhalten die Kolonie Francais. Die Templer lassen die Kolonie den Templern. Wozu braucht ihr für der Arbeiter? Verratet den Plan und tilgt eure Schuld. Ich weiß nichts über den Plan. Er verlangte nach Sklaven und Vagabunden. Die Aufsässigen und Rebellischen vor allem. Denen man einreden kann, in der neuen Kolonie seien sie keine Sklaven mehr? Ruht in Frieden, Gouverneur. Die hat auch wieder, die haben alle, wenn es mal einen auffällt, die haben alle diese kleine Narbe an dem Mundwinkel.